Einen wunderschönen guten Abend da draußen, meine Lieben. Und was sehe ich denn da? Was ist denn hier im Hintergrund noch Greenscreen-mäßig? Was ist denn da jetzt schon wieder kaputt? Moment, was ist das? Hä? Ach, ich weiß warum. Ich habe den Monitor ein bisschen nach unten geneigt. Jetzt zeigt er die Kante von meinem Greenscreen. Moment. Setze ich mal einfach mal wieder richtig hin. Grüß euch, ihr Lieben, und herzlich willkommen, Jonas, der Scherzkeks. Bist du der Scherzkeks, der auch immer so viel kommentiert bei mir auf YouTube? Bist du derjenige, welche, der einfach nur Scherzkeks heißt? Und grüß dich erstmal. Pass auf, Leute, ich werde mir jetzt erstmal eine Zigarette anzünden, während die anderen sich erst noch einfinden. Momentan ist nur Senpai da. Allerdings ist der auch gerade eigentlich einkaufen. Also nur sein Account ist angemeldet bei uns im Discord. Die anderen sind noch gar nicht da. Und ich merke gerade, ich sitze auch noch im falschen Raum. Moment. Alljopp. So, dann können mich die anderen jetzt in Ruhe erstmal ins Wahlheim-Team runterjoinen. Unter anderem auch der Michi. Genau, ich stelle mir jetzt erstmal eine an und in der Zeit begrüße ich euch. Wir quatschen noch ein bisschen und so weiter und so fort. Ich hoffe auf jeden Fall, dass eure Woche gut war. Meine Woche ist jetzt damit geendet, dass ich nächste Woche Urlaub habe. Yay! Dazu komme ich aber gleich noch. So, macht mir jetzt nicht nach mit dem Rauchen, ist sowieso teuer und ungesund. Ah, der Jonas ist derjenige, welche Scherzkeks. Okay. So. Gleich mal mir dahinter geschrieben. Zack, zack. Boing. Und auch den Mods gleich signalisieren, dass du gecheckt bist. Nicht Bots. Sire, wir können uns endlich mehr Käsetoast leisten. Den Mods signalisieren, dass du kein Bot bist. So rum. Leilania, grüß dich, meine Liebe. Vielen lieben Dank für 12 Monate Unterstützung. Vielen, vielen lieben Dank. Das ist saumäßig viel Geld. Fenrir, Schwertbruder, du natürlich auch mit 7 Monate gerade eben noch, während der Timer da war. Und jetzt begrüßen wir erstmal die ganzen Sacknasen. Den Michi zum Beispiel ist schon lange hier im Chat, Robin, und gecheckt. Was? Wie? Wo? Sire, wir können uns endlich mehr Käsetoast leisten. Gaffer, grüß dich und danke für 11 Monate Support. Was denn hier los? Michi, nein, das kann nicht sein, dass er schon lange hier im Chat wäre, weil es war vorhin seine erste Nachricht, wie du vielleicht gelesen hast. Also vom Jonas der Scherzkeks, das war seine allererste Nachricht jemals in meinem Stream. Der kann nicht schon lange gecheckt gewesen sein, denn ich habe auch gerade eben erst auf gecheckt gesetzt. Der war nämlich gerade eben noch nicht gecheckt. Ich weiß nicht, wen du jetzt meinst, aber ich habe von Scherzkeks geredet. Wurde er schon seit 19:50 Uhr? Dass er da ist, meinst du? Okay. Dann stand es bei mir noch nicht drin, dass du den schon gecheckt hattest. Okay, da hat sich das nicht aktualisiert. Nox, grüß dich! So, ich war eigentlich noch bei der Begrüßung. Ich fahre jetzt mal ganz nach oben. Senpai, wie gesagt, der ist eigentlich gerade einkaufen. Ich sage trotzdem nochmal Hallöchen, auch wenn ich ihn gerade schon im Discord Hallöchen gesagt habe. Dann Merandriel und Gaffa und Leilania natürlich. Und der Michi, wie gesagt. Und der Lemmy. Und? Jetzt habe ich aber, glaube ich, alle erwischt, ne? Fenrir natürlich auch nochmal, ja. Dann nochmal der Jonas, genau. Alles gut, schreibt da der Migi, alles gut. Ah, er hat gewartet, seit 1925 gewartet, lol. Und Noxi, grüße dich mal lieber. Sag mal, was war mit dir los denn jeden Tag? Ich hab das Video gesehen, Alter. Ich hab da drunter kommentiert bei dir. Du kriegst keinen Zucker mehr am Abend. Ganz ehrlich, du hast ja schlimmer drauf als ein Obelix auf Zaubertrank. Junge, Junge. Terrorzwerg JD, grüß dich, Hallöchen. Falls ihr euch jetzt fragt, der Nox, der hatte letztens einen sehr, sehr creepy Stream gehabt und hat daraus einen Zusammenschnitt auf YouTube veröffentlicht. Alter. Nicht mehr wieder zu erkennen, der Junge. Warum eigentlich die Schimaske? Wolltest du eine Bank überfallen? Sid, grüß dich, Hallöchen. Die Steuern sind ein bisschen niedrig, mein Lord. Jo, WTF, was denn jetzt los hier? Fischerer satschiert. X1000. Fischeraser. Vielen lieben Dank für 1000 Bits. WTF. Vielen lieben Dank. Das ist auch eine ordentliche Latte Geld. Und erstmal hoch die Hände. Wochenende. Brüsterchen. Und ja, das heißt, es wird heute noch mehr chaotischer als sowieso schon. Wir haben saumäßig viel zu tun, wie ich schon angekündigt habe, heute auf dem Server. Zum einen brauchen wir ein Team von mindestens 3 Leuten, was Seeschlangen jagen gehen muss, weil ich habe es alleine mehrmals 2 Stunden am Stück immer probiert und es kamen nur 3 insgesamt und nur 2 davon konnte ich erwischen. Die dritte ist mir abgehauen, weil ich keine Ausdauer mehr hatte. Je mehr Leute, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass welche getriggert werden und so weiter und so fort. Also das wäre das eine Team. Das zweite Team
soll Ebenen finden und eine Stelle erkunden und auffindbar, also eine Stelle finden, wo wir halt eine zweite Base einrichten werden. A, Lochszucht natürlich, B, vielleicht sogar noch eine Wolfszucht in der Nähe, falls wir da auch Gebirge mit Wölfen haben und so weiter und so fort. Und C, natürlich auch für Getreide und Flachs. Wir können uns endlich mehr Käsetoast leisten. Und Fisch Eraser haut auch gleich noch ein weiteres Abo raus. Für 6 Monate im Voraus. Ja, holla die Waldfee. Herzlichen Schrank. Wo war ich stehen geblieben? Genau, die Base. Und das dritte Ding ist, dass ich jetzt endlich mal anfange mit dem Terrassenbau, weil sobald der Terrassenbau wenigstens schon mal grob gezeichnet ist, wissen wir, wo fängt die Stadtmauer an. Dass wir dann endlich mal ringsherum so einen Allround-Schutz bauen können, der zumindest schon mal eine erste Angriffswelle an Trollen abhalten könnte, beziehungsweise auch drachensicher wird. Lecker Käsetoast, da hast du recht. Ich fühle mich ein bisschen verfolgt. Tessamania, hallöchen, grüß dich und vielen Dank für dein Follow. Und jetzt ist wieder alles normal laut bei mir. Allerdings ist der Follow-Alert jetzt wieder sehr leise, weil ich den letzten Mal so leise drehen musste. Letzte Woche Freitag musste ich ja alles ein bisschen leiser drehen, weil alles so extrem laut bei mir war. Und übrigens, bei Kingdom Come Deliverance letzten Freitag. Ich habe mich doch gewundert, warum ist denn meine Auslastung so hoch? Ja, während des Streams habe ich gleichzeitig aufgenommen. Und hab's nicht gemerkt. Ich habe einfach mal so ein 6-Stunden-Video aufgenommen. Einfach mal 200 GB von der Platte weg. Aber ich hab's dann gleich gelöscht und hab den Stream einfach geschnitten. So, pass mal auf. Da muss ich jetzt aber erstmal Looky Cookie machen. Hier in der Alert-Box. Tessamania, hallöchen. Grüß dich. Und auch gleich die erste Nachricht. Und Noxy kennst du auch noch. Ja, wunderbar. Die Bubble vergrößert sich. Entschuldigung. Da war ein bisschen der einfach Unverbesserliche in mir gerade drin. Alert-Box, genau, die Alerts. Die Alerts. General, ja, nee, ich will auf Follows nochmal die Lautstärke einstellen. Dann kann ich jetzt da wieder getrost auf 40, 45 gehen, wie ich es ursprünglich mal hatte. Speichern nicht vergessen, ne? Falls nochmal so ein Follower reinkommt. Leute, du Nase, was, wieso ich? FAF? Ich habe die Tessa noch nicht gelesen, der hat im FAF, aber im FAF sind auch immer so viele. Ich fühle mich verfolgt. Chatskeks, danke auch für dein Follow. Stimmt, du hast noch gar nicht gefollowt. Bist du heute zum ersten Mal hier. Danke dir auf jeden Fall. Ja, in der FF sind immer so viele Nachrichten. Ich überlese gefühlt 3/4. Ich gucke nur nach Namen, die ich kenne, um zu gucken, was schreiben die denn so Schönes. Madame Lindsay, grüß dich. Hallöschen. So, hier kann ich auch wieder 45% gehen. Das war jetzt laut genug, oder? Der Alert, wartet mal. Mal kurz mal ein Test-Alert, Test-Follow. Ich fühle mich ein bisschen verfolgt. Ja, lauter als die Musik. Gut, dann kriegen es alle mit. Wenn ich es nicht mehr kriege, kriege ich es auf jeden Fall mit. Ach, die Tessa schreibt da auch nicht so viel. Okay, dann kann ich dich ja erst recht kaum gelesen haben. Also, es sind da wirklich saumäßig viele Nachrichten. Alter Schwede. Ich dachte ja schon, bei uns ist manchmal viel los in der Taverne, aber bei euch ist ja richtig Party. Und zwar jeden Tag. JD, was, wie, wo? Monat nicht mal richtig angefangen und jetzt schon 40 Überstunden? Was? Nach einer Woche? Uff. Wenn ich dir das im DC schreibe, dann weiß Bescheid. Erst nach dem Stream wichtig. Ja, achso, Michi, sowas übrigens, wie du mir letztens geschrieben hast, das kannst du mir auch gerne im Stream direkt sagen sogar, weil wir ja heute auch zusammen mitspielen, weil ich kann es auch mitten im Stream gerne mal ändern. Weil das sind technische Sachen. Das muss natürlich so schnell wie möglich angepasst werden. Was du mir da letztens noch mitgeteilt hast. Zumal, wenn wir eh gerade miteinander sprechen, falls wir im selben Team sitzen heute, ich denke mal, du willst auch Terrassenbau machen, oder? Oder willst du lieber kämpfen gehen heute? Na, Nox kommt auch nicht hinterher bei der FF. Ja, ist echt viel. So, der Fendry haut ab, weil er muss sich jetzt beeilen, damit er sonst nicht mehr pünktlich wird. Ich habe einen Hype-Train-Emote erhalten. Level, ach Mensch, ja, wir hatten einen Hype-Train. Tut, tut. Wir hatten einen Hype-Train. Hab ich gar nicht mitbekommen, Mensch. Oh, ich sag ja, ich bin so durch schon wieder. So, genau, die drei Sachen, die geplant sind, habe ich erwähnt. Kapu, grüß dich, meine Liebe. Hallöchen. So, Donation-Sound. Auch wenn nie einer, doch, eine Person hat mal donated, aber trotzdem, falls da was kommt, haben wir den Alert mal angepasst. Da habe ich noch nicht mal einen selbst erstellten Alert drinne bisher. Stimmt. Host-Alerts kommen ja irgendwie gar nicht mehr. Wait, müssen wir noch anpassen.
Auch 45% wieder, bitte. Sonst hören wir das ja kaum. So, toss account to your Twitcher. Genau. So, Merch haben wir nicht. Auch wenn ich da schon ein paar Ideen habe, für später mal, wenn ich dann irgendwann mal eine gewisse Größe erreiche, dass ich sage, okay, jetzt ist eine gewisse Fanbase da, dass man auch eine Produktion von Merch in Auftrag geben könnte, also auf Anfrage die Produktion. Ein paar Ideen sind schon notiert. So. Wie war denn eure Woche, meine Lieben? Erzählt mal ein bisschen. Achso, Basti meinte, wäre schon ab Stufe 1. Was wäre schon ab Stufe 1? Tessa, ich bin so ein Typ, ich vergesse, was ich vor 2 Minuten erwähnt habe. Von daher, ein bisschen vervollständigen die Sätze bitte, sonst weiß ich nicht, was du gerade meinst. Kann ich im Voraus bestellen? Nee. Ich muss ja erstmal gucken, was wirklich realisierbar ist und was ich dann auch wenigstens so rechne, dass ich kostendeckend produzieren lassen kann, weißt du? Es geht ja nicht darum, dass ich damit Gewinn machen möchte. Es geht ja darum, dass ich euch auch ein Giveaway irgendwie mal zukommen lassen möchte, eine Verlosung machen möchte und so weiter und so fort. Und dass, wenn ihr was bestellt, dass ihr dann halt ein Merch habt, wo ich aber nicht in die Miese greifen muss, wo ich keinen Verlust draus machen muss. Das, also auch nicht Gewinn unbedingt, also kein großer Gewinn, ein kleines bisschen Gewinn muss leider sein, wegen den Besteuern und so weiter und so fort. Und Morbius Venom, immer noch Urlaub, schreibt da und grüß dich erstmal. Hallöchen, deine erste Nachricht. Bescheiden mit meinem bösen C. Eieieiei, ja stimmt, dir geht's natürlich nicht so gut. Achso, ja, Gaffer, du spielst natürlich heute bestimmt nicht mit, ne? Warte, letztens ging's, also jetzt im Laufe der Woche war es der noch so blöd, von deinem Zustand her gerade, dass der auch nicht mitmachen konntest. Also du bist natürlich befreit, Gaffer. Ich hab dich jetzt bloß dummerweise gar nicht reingeschrieben. Ach, du bist dabei trotzdem, okay. Ja, bei YouTube haben wir uns schon unterhalten. Moment. Ich guck mal, wie lange das her ist. Auf jeden Fall schon mal länger als 2 Minuten, also weiß ich es nicht mehr. Ist nicht böse gemeint. Ich habe manchmal echt ein Gedächtnis wie ein Sieb. In meinem Hauptberuf habe ich auch ziemlich viele Informationen in kürzester Zeit im Kopf zu verarbeiten. Ach, hier heißt du aber anders auf YouTube, ne? Ah, der Tommy. Der Tommy, natürlich Tommy, da weiß ich doch, welcher Tommy, Moment. Warte mal. Tommy? Vor 7 Tagen das letzte Mal. Ach so, wegen Miss Survivor hatten wir angefangen zu schreiben, genau. Und dann habe ich dich ja auf Survival Fontaine of Youth aufmerksam gemacht, dass ich ja da auch wieder die 9 Folgen rausballer. Stimmt. Gut. Haben wir das auch? Dann schreibe ich mir gleich mal hier hinter, dass du eigentlich der Tommy bist. Tommy! Wir brauchen einen neuen Tommy. Nee, andersrum. Timmy. Entschuldigung. So. Mahlzeit Decker, grüß dich mal lieber. Komm erstmal in Ruhe an, wir haben Zeit. Prost, Leute. Schönes Red Ale. So, zum Thema nächste Woche wollte ich noch was erzählen. Und zwar, nächste Woche Freitag gibt es bei mir keinen Stream, denn der Lord Renix heiratet seine Angebetete. Ja, sie hat tatsächlich Ja gesagt und er auch. Und da bin ich Trauzeuge. Dementsprechend werde ich nicht streamen können. Aber Kingdom Come fällt nächste Woche nicht aus, sondern ich habe nächste Woche Urlaub. Ich werde nochmal ein Infovideo auf YouTube veröffentlichen. Werde es vielleicht nochmal in der Taverne auf YouTube, auf dem Discord nochmal verlinken, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich nochmal ein Infovideo raus, ein kurzes, an welchen Tagen genau ich um wie viel Uhr streamen werde, weil ich habe noch ein paar Termine einzuhalten, bin nochmal zwischendurch unterwegs und so weiter und so fort, also mal für eine Nacht weg. Von daher weiß ich jetzt im Moment noch nicht ganz genau, ich muss mir morgen mal in Ruhe meinen Kalender schnappen und alle Termine nochmal abstimmen. Und ich werde mehrfach, also mehr als einmal Kingdom Come Deliverance streamen nächste Woche. Weil, ich habe gesehen, sowohl hier auf Twitch als auch auf YouTube kommt Kingdom Come Deliverance momentan sehr gut an. Was mich natürlich sehr, sehr freut, dafür, dass das Spiel jetzt auch nicht mehr das jüngste Spiel ist. Und gleichzeitig lockt das noch mehr Leute auf die Valheim-Streams. Also sowohl Livestreams als auch die Videos. Und das ist natürlich das Nonplusultra einfach, dass wir dann doch endlich mal wieder eine richtig schöne, produktive Videoproduktion für YouTube hinbekommen durch die Twitch-Streams. Ansonsten hätte ich mich diesen Slot demnächst eingestampft, nachdem ich ja schon die Zeitreiseprojekte eingestampft hatte.
dass ich dann auf YouTube auch nicht, nicht mehr die Streams schneide, sondern als ganzes bloß noch raufballer als Archiv. Hätte mir nämlich viel Arbeit gespart. Achso, und der zweite Grund, warum ich dann nächste Woche mehrfach streamen möchte, ich habe jetzt seitdem ich ja den Dienstagstream nicht mehr habe, immer wieder das Problem, ich streame freitags, muss Samstag aber schon für die nächste Woche die Videos aufnehmen und noch den Stream rendern. Und während das rendert, kann ich nicht aufnehmen. Wisst ihr, also deswegen will ich mal ein bisschen in den Vorlauf, sodass ihr dann in Zukunft dann auf YouTube dann so so 2 bis 3 Wochen Versatz. Wir können uns endlich mehr Käsetoast leisten. Cookie, grüß dich und die unheilige 13 hast du im Prime rausgeballert, mein Lieber. Vielen, vielen lieben Dank. Für 13 satte Monate. Wo ich mich immer noch frage, wie das geht, aber egal. Genau, dann habt ihr halt einen Versatz, wenn ich halt heute streame, seht ihr die geschnittenen Folgen von dem Stream erst so 2, 3 Wochen später auf YouTube, dadurch, dass ich dann nächste Woche mehrfach streamen werde, um ein bisschen wieder Puffer aufzubauen einfach. Das erleichtert mir so ein bisschen auch die Arbeit am Samstag dann immer mit dem Aufnehmen für die nächste Folge, für die nächsten Folgen darauf von den normalen Let's Play-Projekten und so weiter und so fort, weil das alles auch Spiele sind momentan, außer eins, was ja nächsten Monat folgt. Was ich so gut wie gar nicht vorproduzieren kann, weil ja jeden Tag wieder ein Update kommen könnte. Gilde 1 und Gilde 2 habe ich ja angekündigt, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, weil irgendwie ein paar hundert Leute rufen die Videos auf, aber in der Abstimmung waren weniger als 100. Ja, es gibt eine Abstimmung auf YouTube in der Community Area, einfach mal ein bisschen runterscrollen. Für die Gilde 1 und die Gilde 2 als nächstes Projekt nach die Gilde 3. Ja, das ist das Einzige, was ich vorproduzieren kann, aber selbst da habe ich noch ein technisches Problem, gerade weil die Gilde 1 Steam-Version ist. Irgendwie komisch. Irgendwie muss ich mir da was einfallen lassen. Ich habe auch schon den Gaius Julius Caesar gefragt, wie er das gemacht hat, weil er letztens auch damit angefangen hatte. Und da hat er mir netterweise noch ein Programm empfohlen, womit es bei ihm geklappt hat. Muss ich mal gucken, Dün. Ah, das habe ich aber ganz schnell gesprochen. Ey. Herr Schwer, du hast... Aber Robin, du bist doch auch nicht mehr der Jüngste und kommst anscheinend gut an. Was? Hat er mich gerade alt genannt? Moment, hat er mich gerade alt genannt? Warte mal. Jetzt, also pass mal auf hier. Also pass auf hier. Einmal den und dann aus Gewohnheit Klappedecker. Hat der Herr recht, Mufti? Ach, mich hier als Maul. So. Abstimmung? Gleich mal gucken. Ja, Madame Lindsay. Ich hatte ja, letzte Woche lief ja die Gilde 3, mein Staffelfinale, wo ich ja jeden Tag 2 Folgen veröffentlicht habe, was auch irgendwie nur 2 Drittel mitbekommen haben. Die 18-Uhr-Folge wurde immer häufiger aufgerufen als die 17-Uhr-Folge. Wozu habe ich ein Infovideo gemacht? Verstehe ich immer nicht. Aber gut. Ist jetzt nicht euch gegenüber jetzt so unbedingt so als Meckern, sondern so im Allgemeinen. Die Leute lesen einfach nicht. Das fällt mir immer wieder auf. Sie gucken sich die Videos nicht vollständig an, sie lesen nicht. Noch nicht mal so ein 3-Minuten-Info-Video haben sie die Zeit dafür, sich das anzugucken. Aber skippen durch die Videos durch. Was macht er denn so? Und dann kriegen sie bestimmt auch ganz viel Content mit, ja, wenn man noch Sachen erklärt. Skip! Hä? So alt ist er doch nicht. Naja, 33, also nicht wirklich so alt. Aber schon so langsam im Alter, wo man manchmal dann doch spürt, Mensch, früher, also jetzt so vor 10 Jahren, da hast du noch das und das gekonnt. Heute würdest du tot umfallen dabei. Meinst du zurück zu den Wurzeln? Ja, genau das. Genau das meine ich. Du hast dich bei der Abstimmung enthalten? Ja, macht natürlich nur Sinn für diejenigen, die die Gilde generell mögen, da auch abzustimmen. Es bringt nichts, wenn ein Mountain Blade-Zuschauer dann da sagt, ich mag die Gilde nicht. Ja, das ist mir klar, deswegen guckst du ja auch Mountain Blade. Brauchst ja dann nicht für die Gilde abzustimmen. Ich fühle mich ein bisschen verfolgt. Coyote, grüß dich. Hallöchen, schön, dass du es auch hier geschafft hast. Vielen lieben Dank für dein Follow. Ja, Coyote. Lief ja ein bisschen komisch auf Discord, ne? Hat ein Weilchen gedauert, bis du den Klopf gefunden hast, wa? Älter als ich auf jeden Fall, sagt der Geier. Stimmt, ich vergesse immer wieder, dass der jünger ist als ich. Aber dann, es stimmt, Madame Lindsay, du hast da sogar noch drunter geschrieben, fällt mir ein. Hast da sogar noch kommentiert. Scherzkeks hat die meisten Kommentare unter die GD3 geschrieben. Ja, das stimmt. Nee, Quatsch, nicht die meisten, aber die längsten. Die längsten auf jeden Fall. Ich habe mich ziemlich stark an die vorletzte Staffel Mount & Blade erinnert.
Da hatten wir den. Oh Gott, wie hieß er? Irgendwas mit Hai, glaube ich. Ich glaube, irgendwas mit Hai. War auf jeden Fall ein ganz angenehmer Dude, aber der war auch echt ein wanderndes Lexikon, was Mountain Blade anging. Und wenn der mir einen Kommentar geschrieben hat, dann wusste ich schon, okay, bevor du das Kommentar liest, setzt dir erstmal einen Kaffee auf, machst dir Zigaretten fertig, atmest vorher mal richtig durch und liest es absatzweise durch und antwortest absatzweise. Wir haben dann teilweise echt Romane geschrieben über die Mechaniken im Spiel und was nicht alles. Das war, glaube ich, noch 0.7. irgendwas Version. Also vor weit über einem Jahr war das noch damals. So, Leute. Michi und Gandalf sitzen schon da. Decker erstmal kurz noch AFK, lass es dir schmecken und bis gleich. Und ich renne noch mal ganz kurz auf die Toilette, weil ich habe schon ziemlich viel Kaffee getrunken heute. Habe auch ziemlich schlecht geschlafen die Woche. Aber jetzt habe ich Urlaub. Das ist geil. Deswegen gibt's heute Bier. Und Bier und Kaffee, Blase, ihr wisst, ne? Deswegen gibt's hier noch mal kurz Studi. So. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ja mal schön eure Emotes zeigen. Wo sind sie? Oh, hier mal Emote-Chat. Nicht mehr schreiben, nur noch Emotes ballern. Haut mal eine schöne bunte Lawine hier rein. Ich bin gleich wieder da. Ich füll bloß mein Bier nochmal nach. Nauch. Toll in Deutsch. Fängt schon gut an. Füll bloß nochmal mein Bier auf. Oder hol mir ein neues so rum. Und bring das alte weg. Bis gleich. Wow, Leute, ganze 6 Emotes habt ihr geballert. Wow, übertreibt's bloß nicht. Achso, es läuft Werbung. Ah, das haben vielleicht auch nicht alle mitbekommen. Oh. Was ist überhaupt los? Warum läuft denn eigentlich so viel Werbung in letzter Zeit? Habe ich da irgendwie was umgestellt? Und weiß das nicht mehr? Moment schon mal. Stream. Achso, Moment, ich mach mal den Only Emote wieder raus. So. Zack. Moment, und was ist doch hier nicht ganz richtig? Nee, Quatsch, wo waren das? Affiliate? Wo ist denn nochmal mein Werbemanager? Hier ist er. Den möchte ich jetzt mal umstellen. Den, aber wie nochmal? Achso, hier draufklicken wäre einfach mal richtig, ne? Ach, du Heilige! Der haut jetzt einfach mal jede halbe Stunde? Ach, da gab es wo unten ein Update und ich hab's nicht mitbekommen und deswegen hat er das zurückgesetzt. Ich habe ja sonst immer einmal pro Stunde gehabt. So, und dann nicht anderthalb Minuten? Eine Minute Maximum, weil das reicht meistens für mich zum auf Klo gehen oder Bierchen holen. So. Startverzögerung von einer Minute. Ja, okay, am Anfang des Streams machen wir einfach mal, damit wir nicht jedes Mal meine Werbeverschiebung mit drin haben. Oh, ich dachte, ich bin vorbereitet, weißt du, wie immer. Werbung läuft immer noch, na gut. Okay, Emote-Modus ist vorbei, liebe Leute. Ich würde sagen, ich hüpfe mal runter zum Michi und zum Gandalf. Und während ich das jetzt gesagt habe, hat Michi bestimmt mitbekommen, dass ich gleich da bin, damit er genug Zeit hat, den Stream zu muten und Discord wieder anzumachen, obwohl er schon mit Gaffer redet. Stuhli vergessen, in den Feierabend zu schicken. Moment. So. Na dann, hüpfen wir mal runter. Hallöchen. Ja, ich hab's gehört. Ich hab dich gemutet. Guten Abend, Trotteln. Hallöchen. Hallo, Robin. Hallo, Chat nochmal. Ja, hallo, Chat, genau. So, den Gaffer drehe ich mal lauter, damit er nicht so schreien muss heute. Weil er sonst immer alle zusammen zu Sau brüllt hier, ne? Ja. Kannst Fenrir ja auch gleich mal ein bisschen leiser machen, schon vorab. Der brüllt immer so. Ja, ich habe jetzt auch mal den Verstärker rausgenommen aus den Kopfhörern sozusagen. Weil ich sonst immer für die Aufnahmen hatte ich immer einen Verstärker drin, aber lasse ich jetzt sein und mache dann einfach wieder im Nachhinein, wenn ich rendern möchte, alles lauter. So, ich mache für mich mal die Musik ein bisschen leiser, aber ihr müsstet sie noch normal laut hören. Ja, genau. Wenigstens das funktioniert. Immerhin. Ich habe mich mitbekommen, irgendwie bei den letzten Streams, wenn wir so wieder am Rumbrüllen waren, ihr wart alle um Welten lauter, als ich es überhaupt sein kann mit dem Mikrofon hier.
Und ich war schon laut. Das dann bei Fenrir, wer der ja mal Luft holt und was sagt, das ist natürlich richtig ohrenbrechend. Was wolltest du sagen? Ich würde heute gerne mitbauen, weil dann kann ich nämlich nebenbei, weil ja bei dir relativ viel los ist, besser auf den Chat achten. Ja, hab ich schon mitgerechnet. Dass ich dann immer mal nebenbei raustippen kann. Ja, hab ich schon mitgerechnet. Schade, dass Kai heute nicht kann. Ist ärgerlich. Ich find's witzig. Wieso? Ja, weil dir das so gern baut und heute bauen wir und dafür ist er nicht dabei. Ja. Das finde ich relativ lustig. Ja, aber wenn er gekonnt hätte, hätte ich ihn heute gleich schon mal am Anfang kurz noch mit in die Terrasse mit reingenommen. So ein bisschen Überlegungen anstellen und so. Und direkt im Anschluss hätte ich ihn dann an die Stadtmauer umgesetzt. Weil er hat gesagt, er baut die Stadtmauer, nachdem ich ihm gesagt habe, er hat sich jetzt freiwillig gemeldet. Ja. Wie gesagt, ich habe jetzt auch sehr viel geübt bei Mera, von daher geht es ja. Es bleibt dabei. Kai baut die Stadtmauer. Ja, soll er machen. Der hat eh keine Zeit. Kai, eine Zeit. So, wir könnten theoretisch, bis die anderen da sind, schon mal zu dritt unten anfangen, den Fluss zu begradigen. Ich habe wieder die Spitzhacke vergessen. Schön. Wie immer, oder? Ja. Ja, ich mach doch gerade nur noch ein bisschen Gardearbeit, da komme ich hochgeschossen. Ja, ja. Mach du in Ruhe deine Aufgaben. Ich denke, Pfeile sollten reichen. Siehst du, ich guck mal vorsichtig selber, bevor ich unten grabe. Ja, reichen. Hab ich schon geschaut gerade. Ah, super. Guck mal nur eben, wie voll es ist, für den Fall der Fälle, dass ich noch irgendwie was nachdenke. So voll wie Fenrir ab 22 Uhr. Okay. Naja, fast ganz voll. Ja, gut. Sag ich doch. Ja, auch. Also ja, selbst Jagdpfeile sind genug da. Wunderbar, richtig. Hier hatte sich nichts geändert, genau. Aber draußen am Holz- und Steinlager hatte Matthias ein bisschen gewütet. Schrägstrich aufgeräumt. Beziehungsweise noch mehr Kapazitäten geschaffen. Allerdings habe ich festgestellt, irgendwas war von der Beschriftung her noch nicht so richtig. Irgendwie hat er hier umgeräumt und wieder aufgeräumt und dann wieder doch nicht und dann ist das hier einfach nur noch Holz. Da hat er, oh, Jolz! Wir nennen es mal Jolz! Warum nicht? Na, den hier. So, hier ist nämlich jetzt alles Holz, dann ist hier wiederum alles Kernholz. Hier ist wiederum alles Steine. Wo ist das Edelholz? Innen immer noch, glaube ich. Immer noch innen? Echt? Oha. Ja, das brauchst du ja eher zum, für irgendwelche Sachen zum Aufwerten, aber... Warum? Müsste innen gleich links sein. Nee, da hatten wir doch umgeräumt. Da sind doch jetzt Lederreste, Hirschleder und so weiter und so fort. Das weiß doch ich nicht, was ihr zwei da macht. Das war doch im letzten Stream. Mehr oder weniger. Nee, ich glaube, das habt ihr, da war ich dann schon weg gewesen. Ach, der wird das in irgendeiner Kiste haben. Draußen, aber nicht richtig beschriftet haben, weil er dann durcheinander kam vielleicht. Und dann Lindsay ist weg. Jetzt. Was? Aber Madame Lindsay, das ist doch kein Ego-Perspektiven-Spiel. Das müsste doch gehen. Grüß dich, Fenrir. Moin. Oh. Servus, Fenrir. Find du so leise? Nö. Nee, der passt. Okay. Bei mir war er gerade leise, obwohl ich ihn auf 200% habe. Jommy Free, ich grüße dich. Moin. Und ich auch. Bist du grüß dich, moin. Nee, ich hab noch 200% und ich höre ihn fast gar nicht. Ja, das ist arg leise. Wieso bin ich denn jetzt schon wieder so leise? Ja, bei mir bist du sonst was. Naja, ich hab keine Ahnung. Eure Kopfhörer kaputt. Nö. Chat, Michi, bin ich Michi, ordentlich wenn du irgendwann mal würdest, könnte ich PvP auch anmachen. Danke. So. Na also. Es war nur ein leichter Hinweis, dass du PvP noch nicht anhast. Ja, ich habe schon die ganze Zeit gewartet, dass du mal eine Beschlagpause machst. Nein, ich bin hier zum Arbeiten, nicht zum Spaß haben. Senpai, ich grüße dich auch hier. Wo hat der denn jetzt das Edelholz versteckt? Es ist immer so eine gute Idee, Robin, sich mitten irgendwo in der Pampa auszuloggen. Ja. Yep. Und dann erst mal nach Hause laufen zu müssen. Ja. Yep. Bei der Pech hast du kein Portal in der Nähe, also fang an zu schwimmen. Na doch, ich hab hier das Schweineportal in der Nähe.
Okay. Pombeer, grüß dich. Ha, heute bist du doch der Letzte. Ja, das Jute-Jolz. War sag gestern mal, auch ein Konzert. Hm? Hast du irgendwie eine Ahnung, wo das Edelholz jetzt liegt? Das Edelholz? Ja. Draußen in den Truhen, glaube ich. Das suche ich ja gerade, weil draußen so ein bisschen Holz und Kernholz und Steine, aber Edelholz ist nicht beschriftet. Rafa, lass das mal da. Ich weiß nicht, ob der bleibt oder nicht. Ich gucke dann mal. So, auch jetzt mal hier ein Aigudi. Aigudi? Senpai. Ja. So, Senpai. Gute. Dafür bin ich noch komplett heiser. Oha, hast du richtig abgefeiert, wa? Hab's gefunden. Ich hab doch gesagt, irgendwo draußen in den Kisten. Also haben wir hier Holz, uraltes Holz und Edelholz. Erstmal in die Kiste reingehauen, Alter. Ei, du Sackgesicht. Hast du gerade deine Waffe gezogen gehabt, Alter? Versehentlich. Leute, er will mich umbringen. Seht ihr es? Er will mich einfach loswerden. Aber er hat kaum Schaden gemacht, wa? Ja, 0,8 oder so, oder 4,8, irgendwie sowas. Er hat dich irgendwie bloß gestreift oder so. Glück gehabt. Ja. Ei, die alte Sackfalte. Was? Sackfalte? Wo? So, Kai. Hat er mir das angebildet in dein Zimmer? Ja, er hat mir seinen ganzen Müll in seine Ding reingelegt. In sein Ding hat er es reingelegt. In meine Kisten hat er mir seinen ganzen Müll reingelegt, der Sack. Achso, ich dachte, er hatte jetzt ein Gemächtgebilde da irgendwo ins Zimmer gebaut. So wie ihr das ja nein, das bauen wir nur bei. Das war auf Fenrir. Serverübergreifende Streiche, weißt du? Ich war das nicht. Ich habe ihn nur Schlammbomben auf seine Wohnung geschmissen, da wurde er leicht sauer. Einmal schlafen die Leute, ist dunkel. Nein. Ja. Ihr werdet nicht schlafen gehen können, solange ich nicht da bin. Dessen sage ich dir ja doch, dass du auch schlafen gehen sollst. Mann. Oh, erstmal schön hinballern. So, warte mal, wie viele Leute sind wir denn heute? Wir sind heute gar nicht so viele, hä? Wir sind 4 Leute weniger. Ich habe irgendwie nur 3 gezählt gehabt. Nee, Quatsch, wir sind doch nur 3 weniger. Gaffa spielt ja doch mit. Es kommt jetzt noch Deka, dann sind wir vollständig. Es fehlen Seifenblatt, Kai, Matthias, Luzi. Ja. Ja. Ja, dann müssen wir gucken, da weiß ich gar nicht. Weil ich will heute definitiv in die Ebene gehen. Und Michi, ja, es soll definitiv weitergebaut werden hier. Ja. Aber in den Ebenen gibt's das geile Scheiß an Material. Dann können wir nämlich Schindeldächer bauen und so ein Kram. Okay. Verstehst du? Ja, ja. Stimmt, wir sind doch 4 Leute weniger. Fuck. Ja, mit und Teams bilden wird schwierig, 3 Teams, weil der macht und baut nämlich, muss mich einer alleine irgendwas machen. Dann machen wir es so, wir fangen heute schon mal mit einem Team an, den Terrassenbau vorzubereiten, dass wir schon mal einen Rahmen sozusagen drum ziehen und danach gehen wir auf Seeschlangenjagd. Warte mal ganz kurz wegen Seeschlangen. Die Seeschlangen brauchen wir unbedingt noch. Ich habe nur 2 erwischt gehabt letztens, also jetzt letzte Woche. Na, sprichst du jetzt für alle Mann, oder was? Also wir haben jetzt momentan. Das Team, was baut, macht dann halt auch das mit dem Seeschlangen und ihr könnt dann halt ruhig in die Ebene gehen. Das euch da ein bisschen also wir haben jetzt 35 Suppen, haben wir jetzt Seeschlangensuppen. Das reicht für 3 Leute, die heute gehen, reicht es locker in den Ebenen. Es geht ja nur um als Kampffood, für dass du 85 Gesundheit bekommst. Das ist ja das Einzige, wozu wir die Suppe brauchen. Ach, ich hatte einen Scheiß voll mit. Aber warum habe ich hier mein ganzes Inventar zugemüllt? Hier los. Lalanya holt heute richtig raus. Lalanya haut heute Mini-Pizzen und Gurkensalat rein. Teller, Besteck und so weiter und so fort. Sind natürlich auch da und es gibt alkoholfreie Getränke. Haut rein, Leute. Und vielen Dank. Oh, ich grüße dich, mein Guter. Juhu, Salat, damit kann ich was Essbares anlocken. Judy. Oh, warte mal. Offscreen-Food, nee, Quatsch. Jetzt muss ich erstmal gucken. Ne? Aha, was? Der Michi hat einfach schon angefangen, ja, bevor er wusste, was ich machen möchte.
Nein, ich wollte einfach bloß mal zur Orientierung, wie viele wir da hinbekommen würden oder wie wir es ausschauen. Dass wir mal so ein Höhenverhältnis haben. So viele brauchen wir gar nicht. Ja, aber da muss man halt dann gucken, dass wir wissen, wie hoch oder wie wir den Berg abtragen müssen. So ein bisschen eine Orientierung brauchen wir ja. Aber wie gesagt, so viele Terrassen brauchen wir gar nicht. Nee, aber ich kann es nicht weiter rausziehen, ohne dass ich dann Eisenbalken gebraucht hätte, dass es nicht zusammenstürzt. Okay. Was wir erstmal gucken, würde ich vorschlagen, dass wir das erstmal breit genug bekommen. Und wenn wir es breit genug haben, gucken wir, dass wir es tief genug bekommen. Wir müssen auch gucken, Robin, wo kriegen wir es breit genug. Ja, bitte? Du hast ja gesagt, wenn wir Material für die Fenris-Rüstung haben, darf ich mir die als erster bauen. Ja, hau rein. Ja, und es fehlt noch was. Wir brauchen noch eine Trophäe. Tja, dann geh jagen. Die Scheiße, ich weiß nicht, auch auf meinem Privatserver, es spawnt keine Sau so eine Trophäe. Ich hab unsichtbare Nixen, okay. Gut an, war ein bisschen anstrengend die letzten Tage, Pombeer. Der Kleine hat Impfung bekommen, eine Dreifachimpfung. Ja, 40 Grad Fieber, bam. Das war natürlich, sehr, sehr, sehr lustig für den Schlaf in der Nacht. So, warte, was wollte ich denn jetzt? Wo ist denn das andere normale? Sag mal, warum zerlegen die hier hinten meinen mühsam gesetzten Zaun? Sind die bescheuert? Den hab ich zerlegt, weil wir da durch müssen. Ach so. Sag mal, Matthias. Und ja, ich bin bescheuert. Wenn Matthias das nächste Mal wieder da ist, kriegt er erstmal einen Anschluss. Natürlich so. Ach, geht der Matthias. Der soll die Griffeln aus meinen Schmiedetruhen lassen. Naja, aber er ist Lagerist, ne? Und es ist ein Lager. Ja, aber hier in der Schmiede, die 6 Truhen, das ist mein Lager. Aber wenn du da Sachen drin hast, die wir brauchen, müssen wir da auch ran. Naja, da kannst du ja ran, dann holst du es dir da raus. Aber jedes Mal stehe ich hier und ist gar nicht mehr da. Oder meinst du die unten bei den Köhlereien und so? Oder meinst du nur die oben bei hier oben neben meinem Feuer, die. Ach so. Wo ist denn jetzt das Wolfsgeschredder? Ich komme hier gar nicht mehr klar, ich sag's dir. Wolf ist da, wo vorher das Holz, glaube ich, war. Da sind jetzt Leder und Wolf und Drachensachen. Das Ding ist, wenn du auf so vielen Servern unterwegs bist, wie Robin schon gesagt hat, letztens der Fenrir pimmelt aber auch auf jedem Server rum. Irgendwann kommst du gar nicht mehr klar mit irgendwas. Das mit dem Rumpimmeln war ja eher das Wortspiel, weil du da schon wieder ein Gemächtabbild von unten im Riesen bei Kai auf zu Hause gestellt hast. Kaisheim. Das war nicht ich. Bei mir ist es schon wieder ziemlich am Laggen. Bei mir ist gerade der Stein einfach verschwunden, bevor er zerfallen ist. Ja, das war an der Stelle, aber nur bei mir geht's jetzt hier wieder. Da hatte ich vorhin auch mal ein Leck, wo du jetzt da bist, ungefähr. Es wird, Bombe, es wird. Vielleicht ist es so langsam, aber sicher auch, weil... Die Steuern sind ein bisschen niedrig, mein Lord. Ja, moin, Eupunky! Und erstmal 40, Bibbit! X40. Ich bin durch, lass mich ab. Smiley mit Freudentränen, Smiley mit Freudentränen, Cheer 1. Vielen lieben Dank, Eupunky, und willkommen zurück nach langer Abstinenz. Wie geht's dir? Wo warst du überhaupt? Wurde schmerzlich vermisst? Alles voll. Musst du dir den VIP-Status entziehen, weil ich den brauchte für jemand anders und du lange nicht mehr da warst? Ich dachte, du bist wirklich weg. War ich übrigens bei jedem so, ja. Also, wenn man lange nicht da ist, also wenn man lange kein Stammzuschauer ist, dann nehme ich den VIP-Status weg und gebe ihn lieber jemanden, der eigentlich in jedem Stream da ist. Ich bin schon mal dabei, hier die Felsen zu entfernen. Oh. Was macht ihr? Ich? Fangen den Fluss zu erweitern. Unten. Ja. Den Fluss erweitern? Genau, ja, dass wir mit dem Schiff Hafen dann... werden. Ah, okay. Okay, ja, ich sehe schon. Senpai, willst du sterben? Ich verstehe die Frage nicht, ist es Senpai? Boah, er weiß, jetzt kommt er mit seinem Frostner um die Ecke, Alter. Ich sag nur, oh, Wurzeli, ich schaff das schon, Bams.
Nein, Senpai, wir töten uns jetzt nicht. Das gibt nur Robin wieder seinen Vorsprung zurück. Mein Vorsprung wird dadurch geringer. Bei den großen Senpai, Vorsprung. Senpai, Fass. Nee, ich weiß gar nicht, wie steht's denn jetzt, Robin? 34 okay. zu 19. Die Mutti hat mich ja 9-mal rausgeklatscht gehabt. Oder die Muttis in dem Fall. Ja, mich hat sie 5-mal aus dem Leben gerissen. Aber ich finde schon lustig, dass Fenrir keine Angst mehr hat, wenn ich hinter ihm stehe. Ja, ich habe in letzter Zeit viel Valheim gespielt und viele böse Gegner getötet. So, Ebenen. Valheim ist momentan viel, ja. Ja, sehr viel, ne? Ich war ja letzte Woche, habe ich komplett... komplett Valheim gespielt, ne? Im Stream. Da wurde ich dann schon angenölt, Robin, von einem Zuschauer. Spielst du eigentlich nur noch Valheim, oder was? Dann geh doch zu Netto, hätte ich geantwortet. Ich habe einfach gesagt, ja. Ich habe Fenrir noch keine Begrüßungsstelle gegeben, glaube ich. Ah ne, ich war Senpai noch. Senpai hat noch keine Begrüßungsstelle gegeben, deswegen. Dark Loipe, grüß dich! Ja, unten ist eine Ebene. Was da oben bei der Mutti sind zwei Ebenen. Mutti wäre ganz geil, weil bei der Mutti hatten wir doch eine Stelle mit zwei Wölfen gefunden. Mit Level 2er Wölfen gefunden. Mhm. Das wäre natürlich optimal, wenn wir dann da dementsprechend auch hinbekommen würden, unsere Base zu bauen für die Zucht der Wölfe. Wo war denn das jetzt? War das hier? Ah, ja, hier, alles tot. Überall Totenköpfe. Hier war die Mutti. Entfernst du die nicht? Doch, jetzt. Gerade. Okay. Du bist übrigens gerade ziemlich leise. Also weiter weg. Nee, alles gut. Ja, alles gut. Ich weiß nicht, was du mit deinen Ohren hast, Alter. Tag, Leute. Chat, vielen bitte. Lieben Dank für 12 Monate. Danke dir, Chat, Großer. Der Fenrir klang doch gerade so, als wäre er weiter weg vom Mikrofon, oder nicht? Als würde er mit dem Kopf dran vorbeigucken. So, Robin hat recht, schreibt Scherzkeks. So, und Pombia haut auch noch ein Abo raus. Danke. So. Oi, Punky, vielen lieben Dank, dass du da bist und für, wie viel waren's? 40 Bits. Oder in meinem Fall Gulden. Dankeschön. Dieser blöde Sack, Alter. Es ist Senpai, was erwartest du, Alter? Läuft einfach ganz locker wieder auf dich zu, weißt du so? Nee, Senpai war gerade schon wieder dabei, dass er mich eigentlich auf ein Tor zuschieben wollte, während ich noch nicht mal im Spiel war. Ich war AFK. Ach so. Ja, wie ist es denn? Wollen wir schon Gruppen bilden oder noch auf Decker warten? Aber bei 5 Leuten können wir doch... Wenn ihr losfahren wollt, oder wollt ihr euch teleportieren? Ja. Weil ich den Portal noch da oben. Ja, Mutti, habt ihr noch ein Portal, das sei dann schneller, das könnt ihr ja dann einpacken und dann... Genau. Oder nehmt euch noch eins mit. Alternativ müsste es aber auch noch ein anderes Mutti-Portal geben, wo ihr unten direkt fast an der Ebene seid. Das war da, wo wir gelandet sind das letzte Mal. Ich weiß aber nicht mehr hundertprozentig, wie das heißt. Warte mal, Mutti, Garten. Ja, Mutti Land. Ist es. Mutti, schau mal, geh mal in das Mutti rein. Das müsstest du dann unten irgendwo landen und von da aus könnt ihr dann losziehen in die zwei Ebenen. Mhm. Aber du müsstest mal schnell durchlatschen. Robin, nicht runterfallen, tut weh. Nö, ich bin nur gerutscht. Kein Fallschaden gehabt. Nee, Mutti ist, ja doch. Ja, da, genau. Das ist das, wo das Schiff ist, ja. Senpai, genau. Schluss. Und dann könnt ihr entweder, die Ebene ist klein, die wäre aber gut zu erreichen, wenn wir da eine Base haben von mit dem Schiff, dann müsste man nicht ganz außen rumfahren, oder halt da dann, da ist ja noch eine große Ebene. Ruffy, einen wunderschönen guten Abend dir ebenso, mein Guter. Schön, dass du da reinschaust. Ja, da ist doch die Ebene direkt vor der Tür. Ist zwar echt, die ist aber echt winzig, Alter. Da kommt ja gleich der Berg. Kannst du mal aber dahinter ist noch eine. Das sind zwei Ebenen. Was soll ich? Kannst du mal anpingen, wo du meinst? Ja. Hier. Ja, und da ist noch eine. Aber da hatten wir nicht die Wölfe, Leute.
Auf der anderen Seite, die kommen ja immer noch nicht von Kontinent zu Kontinent mit, wa? Aber ich glaube, die können es jetzt teleportieren, oder? Oder aufs Schiff, eins von beiden ging doch jetzt. Ja, auf Schiff, die klitschen doch gerne mal runter und da saufen die dann. Und Ruffy, grüß dich auch hier, hallöchen. Ach so, du meinst, wenn die dir dann folgen, dann teleportieren die sich nicht mit, oder was? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, irgendwas hatten sie gemacht. Mera, das müsstest du doch wissen, oder? Irgendwas hast du mir doch... Dachte, Mera hätte mir das neulich mal gesagt. Brauchen wir mal Mera. Ja, Mera hört's ja mit. In unseren Streams. Ganz gut. Ganz gut. Dark Loipe und dir? Wie ist es dir ergangen so? Also Gandalf, wir beide machen Team heute, oder was? Ja, klar. Alles klar. Aber nachdem wir nur 5 Leute sind, könnt ihr eigentlich im selben DC bleiben, oder? Weil macht ja keinen Sinn dann. Bei 5 Leuten. Wenn sie am Kämpfen sind und wir hier am Bauen sind, das ist dann auch noch wieder ein bisschen komisch. Ja, okay. Ja, aber so viel müssen wir nicht reden beim Bauen, oder? Das ist ja auch, der Robin ist Streamer, der muss reden. Ja, aber... Michi? Gandalf, ich muss noch mal Essen holen. Das habe ich ganz vergessen. Ich bin gleich wieder Robin? Da. Jo. Ja, Michi? Nix, du bist doch irgendwas, du hast irgendwas mit Michi Mera, gesagt. Kann man Wölfe jetzt... Ja, ich sagte Michi, nein. Achso. Der Eupunky hat jetzt mit Belfast 3 auf der Konsole angefangen. Und ist momentan nur noch da drin. Kann ich verstehen. Ich musste es ja leider als Projekt abbrechen, weil die Aufrufzahlen waren ja unter aller Sau. Natürlich, weil ich noch im ersten Part hing, während schon das DLC raus war. Was ist das? Was hab ich denn hier für komische Lichteffekte heute? Was ist denn das? Ich soll Schlangensuppe mitnehmen, hast du gesagt? Michi? Kannst du ja. Das gibt halt am meisten, also das ist das beste Food, was wir momentan haben für Leben. Okay, dann nehme ich mir mal einen 10er Schlangenfood mit. Merantel. Ich bin ja eh so der. Ja, warte, sie ist doch gerade dabei. Ich hab's ihr gerade gesagt, Robin. Ach so. Sie schreibt noch, ja, okay. Wo siehst du das, was sie schreibt? Nein, sie hat gesagt, was? Ich hab meinen Namen gehört, worum geht's? Und dann habe ich sie erklärt, jetzt warte ich auf die Antwort. So, warte, Moment. Das brauchen wir nicht. Das packen wir dann auch wieder da rein. Michi, bist du in der Nähe vom, von unserer Base? Also da, wo die Terrassen anfangen sollen? Ja, gerade weil ich repariert habe. Ich stehe hier oben. Ich komme hier gerade runter. Guck mal, die Breite sollte doch reichen. Da müssten sogar 2 Drachenboote nebeneinander passen, oder? So. Ja, aber schau mal, komm mal hier oben. Siehst du mich, wo ich bin? Wir schauen uns mal von oben an. Da siehst du dann dieselbe Sicht wie ich. Da macht es vielleicht mehr Sinn. Warte mal kurz. Oh, die Breite wäre nicht breit genug. Es ist nur angezeichnet. Die Richtung wirst du jetzt bestimmt meinen. Die ist natürlich noch nicht fest. Nein, Wölfe gehen noch nicht supporten. Gehen nicht supporten. Dann macht es ja wirklich mehr Sinn, wenn wir jetzt nicht auf Wölfe achten, sondern Hauptsache eine schöne, geile, große Ebene, wo möglichst viel Teer auch ist. Und wir holen die Wölfe doch von dem Kontinent hier. Wir haben ja noch... Nee, wir haben nur das eine scheiß Gebirge hier. Fuck. Ja. Wir haben nur ein Gebirge, oder wir müssten eine Brücke bauen rüber zum Nachbargebirge, oder ist auch wieder auch kacke von der Entfernung her. Ausdaueressen ist gerade Augencreme das Beste, was wir haben, ne? Zwiebelsuppe und Augencreme in Kombination. Ja. Naja, ich gehe ja immer eher auf Leben, weißt du? Macht bei den Goblins auch Sinn. Ja. Also habe ich jetzt Wolfspieße und Schlangenfood und einmal Augencreme mit, dann habe ich eine gute Kombi, denke ich. Also verstehe ich richtig, dieser Bachchen soll breiter gemacht werden, dass da Schiff Gandalf, ich komme zurück. Ja. Du kannst aber auch in die Ebene, wenn du keine Lust hast zum Bauen. Wie du möchtest, Sempel. Also du kannst mithelfen beim Graben und anbauen, also schon mal anzeichnen, wie es gebaut wird, dass wir schon mal wissen, wie breit wird es denn. Oder aber du kannst mit in die Ebenen und Seeschlangenjagd auch. Weil ich glaube, am Ende ist es, wenn wir alle Seeschlangenjagd machen. Ja, wir werden jetzt nicht 4 Stunden hier in der Ebene rumpimmeln. Ja. Ich und Gandalf gehen mal runter in Team 2, ne? Alles klar, bis später. Ich schieb mich gerade mit runter. Ich zieh dich mit runter, ja. Okay. Wir schicken euch den Deka noch mit runter, ne? Alles klar, wenn er Bock drauf hat. Wenn er bei euch bauen will, dann lasst ihn bei euch. Ja, ja, dann wird er langsam doch zu viel mit 3 Leuten bauen, glaube ich. Ja, okay. Dann macht's so. Gut. Ja, nee, wenn Deka bauen will, dann gehe ich dann runter. Ja, oder so rum, ja. Ich glaube, Deka baut nicht gern. Dachte nicht, bei Satisfactory hat er gerne gebaut, wenn er wusste, wie es geht. Volle Edition gekauft, alle DSCs mit drin.
jetzt bei den Trollen durch? Kam da nicht erst letztes noch ein DSC raus und die haben noch weitere angekündigt? Bin mir gerade nicht sicher. Ich hab's auch nicht mal so auf dem Schirm, weil ich es dann aus Frust dann nicht mal weitergespielt habe. Also aus Frust, weil es keiner sehen wollte im Let's Play. Ach, JD, ist lieb von dir, aber muss halt ein paar Tage warten. Beziehungsweise nächste Woche bin ich ja ein paar Mal live. Wann genau, gebe ich noch ein Info-Video bekannt, weil ich dann nochmal meinen Kalender nochmal richtig durchchecken muss. So, Musiklautstärke passt und Spiellautstärke auch, ne? Also ihr hört die Geräusche. Ja, wa? Ja, sieht so aus zumindest. Die Frage. Ja? Wie weit tiefer kommen wir? Wenn wir jetzt mit dem Schiff reinkommen, ist es ja, wir können das Schiff hier im Endeffekt eigentlich hier, wo wir jetzt sind, wir müssten es ja so weit breiter machen, dass wir drehen können. Alternativ, wir lassen es so schmal, wie es jetzt ist und setzen die Anlegestelle seitlich hin, auf beiden Seiten. Das also, dass war eigentlich nicht meine Idee, machen, dass wir es seitlich setzen und an den Anlegestellen am Anfang kommen dann auch links und rechts die Treppen zur Terrasse jeweils. Dann reicht's aber. Dann brauchst du gar nicht so viel weitergehen jetzt. Nö, ich wollte das bloß noch hier gerade ziehen. Das wird wahrscheinlich schwierig, aber gut. Ich bin doch schon gleich durch hier. Ach so, ja. Es wird schon wieder dunkel. Wir waren nur eben erst pennen. Alter. Ist schon lange her. Ja. Was ist denn Spellforce? Kenne ich nicht mal. JD, da hast du aber ordentlich was verpasst. Pflicht, Spellforce 1 spielen. Spellforce 2 vielleicht mal querbeet durch so ein Let's Play durchskippen, weil lohnt sich nicht. Und dann Spellforce 3 spielen. Wenn dir der Spiel dazu sagt. Spellforce 1 ist doch schon uralt, oder? Aber geil. Spiele ich heute noch manchmal. Hab noch eine Premium Edition hier. Auf CD noch. Und die funktioniert auf Windows 10. Ja, das geht. Gut, Rührensoldat weitermachen, JD. So. Ich bin sogar am Überlegen, ob wir dann bei den Terrassen auch ein bisschen aufschütten müssen. Da, wo die Treppen sein werden. Damit wir das relativ eben hinbekommen für die Mauer später. Weil ich habe so ein bisschen geliebäugelt mit dem Gedanken, dass die Terrassen mit Mauern geschützt sind. Und von dort aus werden wir die Mauer um unser Dorf ziehen. Schauen wir dann mal. Genau, der dritte Teil ist die Vorgeschichte vom ersten Teil. Aber ich persönlich finde, vom Spielerlebnis her ist es noch schöner, wenn man den ersten Teil spielt und dann erst den dritten Teil. Ansonsten wird man ja schon gespoilert. So ein bisschen. Oder versteht die Hälfte vom dritten Teil nicht. Ja, bitte? Ich will nicht unterbrechen. Gehst du mal ein bisschen rauf Richtung Base und schaust mal, ob wir einigermaßen gerade sind oder wo wir noch was machen müssen. Moment. On the way, on the way. Genau, da oben sieht man es ja relativ gut eigentlich von da aus, wo du jetzt bist. Ich gehe sogar noch höher. Weißt du warum? Weil ich es kann. Tut doch nicht weh. Auf der linken Seite ist noch eine ziemlich fiese Ecke. Welche schießen wir mit dem Pfeil hin, wenn du das triffst? Moment. Warte, ich mal lieber einen Brandpfeil, dann seht ihr den besser. Ja, ich habe mal das Schild ausgerüstet für alle Fälle. Beziehungsweise die hier oder weiter? Weiter vor müsste noch weg, ansonsten sieht's komisch aus. Und da, wo das mehr. Warte, ich schieße jetzt nochmal einen Pfeil. Auf die rechte Seite aber. Da müsste noch minimal abgetragen werden. Und dann können wir gerade durchziehen und da hinten diese Mündung, diese Flussmündung, die kann komplett weg, glaube ich, dass wir da eine etwas breitere Einfahrt bekommen. Können wir mich da auch einen Torbogen bauen? Er wird wahnsinnig, er will bauen! Oh, bauen kann ich, da habe ich jetzt geübt die ganze Woche. Ah, Eupank hat die ersten zwei Teile in seiner Kindheit gesuchtet. Den zweiten fand ich nicht so toll, ehrlich gesagt. Story so ein bisschen war okay, aber hat überhaupt gar nichts mit dem ersten Teil zu tun gehabt, wie ich mich noch richtig erinnere, hoffentlich. Und spielmechanisch
Nee. Ich fand's sogar flacher gehalten als den ersten Teil. Da hatte der erste Teil mehr Tiefe. Irgendwie. Von den ganzen Features her und den Funktionen her. So, das war doch jetzt die Ecke hier, ne? Oder habt jetzt hier schon einer rumgefuhr weg, während ich auf dem Weg war? Gut. Du warst, glaube ich, weiter vorne, hast du gemeint. Das war die Ecke hier. Da, wo Senpai ist. Wo Senpai ist. Alter, nee, der iPod ist heute super aktiv. Ich mach den gleich aus, glaube ich. Der geht momentan tierisch auf den Sack, ja. Ja. Bei einem Stream-Kollegen, wo ich heute noch während der Arbeit im Loop gesessen habe, also während des Homeoffice im Loop gesessen habe, hat bloß noch mitbekommen, dass seine Alerts gar nicht funktioniert haben. Habe ich eine Befürchtung gehabt, dass meine nicht funktionieren, aber sie gehen zum Glück. Dieses eine Stück hier. Ja, jetzt aber dann eher auf der rechten Seite, weil sonst graben wir uns die Schweine irgendwann weg. Ich weiß so gar nicht, warum du da hinten gräbst, Michi. Wieso? Irgendwo müssen wir ja durchkommen. Ja, aber bei den Schweinen war eigentlich alles okay soweit. Von der Begrenzung. Hast du eigentlich mal rausgezoomt und von oben drauf geguckt, ob du gerade gehst? So einigermaßen. Wenn ich jetzt von hier aus schaue, muss ich jetzt hier in die Richtung noch. Aber ich wollte ja die Flussmündung, die war ja relativ weit. Wir müssen dann halt nur schauen, wie wir es hier vorne machen. Wir müssen jetzt sogar noch mehr abgraben, wie ich jetzt erst sehe. Ja, hier halt, ne, wo ich jetzt stehe. Da müssen wir noch weiter. Wir müssen wirklich durch den Schweinstall durch. Nee, schau mal, wenn wir hier gehen, dann kommen wir auch genau raus. Das würde auch funktionieren. Komm her. Stell dich mal neben mich und guck mal dahin, wo ich hingucke. Na, ich sehe es schon. Ja. Wir müssten das, also aber wo gut, ich jetzt draufstehe, ja komplett wegmachen, theoretisch. Aber wir müssen ja auch nicht gerade machen. Hauptsache, der Hafen selbst ist gerade, die Einfahrt kann ja auch um die Kurve gehen, solange sie nicht zu steil ist. Genau, deswegen habe ich jetzt gesagt, wenn wir jetzt hier anfangen, eher auf der rechten Seite wegzubuddeln, dann kommen wir einigermaßen gerade raus. Ja. Wenn wir jetzt hier noch ein bisschen arbeiten, siehst du das? Ja, das wenn von hier aus schaust. Ja, wenn du von hier aus jetzt schaust, dann geht's einigermaßen. Also von hier vorne, wo ich jetzt stehe, müsste da ein bisschen noch abgetragen werden, dass es ein bisschen breiter wird. Wie gesagt, von mir aus könnten wir hier vorne auch komplett alles wegmachen, dass wir eine breitere Einfahrt bekommen. Ja, oder das schauen wir mal. Eine Einfahrt mit zwei Eingängen fände ich sogar noch besser, dass wir in der Mitte so eine Insel stehen lassen, auf der können wir nämlich was bauen. Diese Insel hier, dass die stehen bleibt. Dann können wir die Einfahrt nochmal befestigen. Da könnte doch ein Leuchtturm hin. Nein, ich will FPS behalten und nicht wegschmeißen. So. Ich bin das so relativ schnell gegraben heute, aber das Bauen wird dann wieder ein bisschen kompliziert wegen der Höhen und alles. Obwohl, wir haben ja jetzt noch mal Eisen da, ne? Das ist kein Thema und wir haben überall den Bonus vom Boden. Ja. Durch die Felsen, wenn wir es da reinsnippen, das geht schon. Wie gesagt, seit ich bei Meera das Bauen jetzt gemacht habe, kann ich da statikmäßig kenne ich mich langsam aus. Mhm. Es war mein Rücken. Du hast doch ständig Verspannungen. Da ist so eine Hacke im Kreuz sehr wirksam dagegen. Danke. War eine Mücke, sorry, Junge. Ausdauerprobleme! Siehst du, Ausgeruht-Buff ist auch schon wieder weg. Hunger hat er auch schon wieder, aber Laden ist er schon wieder fast. Den falschen Buff hat er auch noch drin. Wie gesagt, auf Seeschlangenjagd. Oh, danke schön. Ich wollte aber erstmal einen holen. Ich hab mich noch die Drachenmutti drin. Weil ich ja, wie gesagt, auf Jagd war. Wo sind eigentlich die ganzen Geweihspitzhacken hingekommen? Die wurden umgeräumt bei der Stelle, wo mal die Vernichterkisten waren. Also immer noch, aber jetzt weniger als vorher. Glaube ich. Und da muss noch eine Kiste mit Geweihspitzhacken. Boah, du scheiß Skelett, das war mein Opfer. Komm her hier. So. Chat ist wieder still. Alles gut bei euch? Alle wieder am Lurken und Musik hören, wa?
völlig leer.